vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren im weißen Rüssel am See. Du bist die Rose vom Wörthersee. Gott sei Dank habt ihr aufgehört, das ist die eine alte Sporthalle, nicht, dass uns zusammenfällt. Bitte, Gorsche. Mit dieser musikalischen Reise durch Österreich begrüße ich Sie, liebe Zuschauer zu Hause, wieder mal auf das Herzlichste. Wir sind diesmal, wie schon erwähnt, in einer Sporthalle, relativ klein, aber ich sage es nur gemütlich. Wir sind in Bruck an der Mur, in der sonst grünen Steiermark, diesmal alles weiß, alles im Schnee. Und ich sage Ihnen jetzt zum dritten Mal, die Halle ist klein, aber das Publikum hier erinnern, 100.000 Spanier sind Lehrbuben dagegen. Jetzt passen Sie mal auf, wenn die jetzt einmal grüß Gott sagen mit einem Applaus. Wow, jetzt geht's auf. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich so. Es ist eine herzliche Gegend. Es sind nette Menschen, fleißige Menschen. Und die möchte ich jetzt hier ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns im Stadl.
Und schon langsam könnte man dann anfangen, sonst überziehen wir ins Maßlose, gell? Dürfen wir dann anfangen? Ja, selbstverständlich. Sind Sie aus Bruck? Nein. Von wo denn? Von Mainz. In Mainz am Schönen. Die haben heute 5-0 gewonnen, gell? Ja. Ja, ja. Also, das haben wir auch wieder erledigt. So, ich habe natürlich gleich am Anfang jetzt Partner mit eingeladen zu dieser Rundreise durch Österreich. Ich würde sagen, ich begrüße zuerst einmal die Damen und Herren des MDR-Fernsehballetts. 12 Stunden sind sie von Berlin hierher gefahren. Sie sind da und sie sagen auch, Bruck ist eine schöne Stadt. Burschen, Mädels, guten Abend, herzlich willkommen. Ja, und die musikalischen Wegbegleiter auf dieser Reise, das sind die Alpenstones aus Niederösterreich. Sie werden sehen, heute wird es steilen mit den Musikkapellen. Gott duschen tut's. Aber die sind aus Niederösterreich, sind zum ersten Mal im Stadl. Und da gibt es jetzt zwei Dinge. Erst einmal den Fernsehbastel und einen Riesenapplaus für die Alpenstones. Super, gratuliere. Der schwitzt hier schon. Ja. So, jetzt komme ich wieder zu Ihnen. Was ist am 5. März 1981 passiert? Du nicht einsagen. Schau dich. Und? 5. März 1981. Weiß man nicht. Ja, sag's einem du ein, gell? Ja, also, was soll's. 5. März 1981, da waren wir auch in einer kleinen Sporthalle in Enns in Oberösterreich. Und da wurde der Stadl zum ersten Mal ausgestrahlt. Und liebe Freunde, jetzt schauen Sie mal hinter mir, so hat das Elend begonnen. Ja. Grüß Gott, liebe Freunde, aus nah und aus fern. Dass auch Sie heute dabei sind, das haben wir gern, denn Musik wollen wir bringen für Jung und für Alt. In den nächsten 90 Minuten vergesst das Wort Alt. Wir wollen beweisen mit Schwung und mit Scherz, dass jugendlich bleibt nur ein fröhliches Herz. Drum, macht euch's bequem, vergesst Sorge und Tadel. Karl Moik sagt, willkommen in Enns bei unserem ersten Musikantenstadl. Also, 24 Jahre, also wenn Sie mich so anschauen, geändert hat sich eigentlich nicht viel am Körper. Ja, na, was mich persönlich wundert, wieso brauche ich jetzt für meine Anzüge mehr Stoff? Das ist schon eine Frage, aber das Schwarz macht natürlich auch. Aber sind es nicht herrlich, solche Bilder? 24 Jahre. Und in diesen 24 Jahren ist ja viel passiert mit dem Stadl. Wir waren in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Wir haben so viele Länder besucht. Wir haben damals den legendären Stadl gehabt in Cottbus. Am 17. Dezember 1989, wo die Mauer gefallen ist, ein paar Tage vorher, vergesse ich nie, was sich da an Emotionen abgespielt hat. Oder in Peking, oder mein Rendezvous mit Präsident Mandela in Kapstadt. Es waren schon viele Sachen dabei. Aber eines haben wir auch. Wir haben viele Menschen mit unserer Sendung glücklich gemacht. Und wir haben auch Freunde gewonnen. Viele, viele Freunde. Und vor allen Dingen gute Freunde, ja? Gute Freunde, so wie wir, geben alles, nehmen nichts dafür. Gute Freunde braucht der Mensch im Leben, weil gemeinsam man alle Sorgen so schnell vergisst. Ein Prosit der schönen Zeit,
ein Prosit dem goldenen Wein. Schau, wie schön kann doch das Leben sein. Gute Freunde teilen Wein, teilen Träume, teilen Freude und Leid. Gute Freunde halten fest zusammen, denn sie lachen und weinen, lassen sich nie allein. Wo Freunde zusammen sind, da singt man dieses Lied. Und wenn es euch gefällt, singt einfach mit. Komm, probieren wir's doch einmal. Gute Freunde, so wie wir, geben alles, nehmen nichts dafür. Gute Freunde braucht der Mensch im Leben, weil gemeinsam man alle Sorgen so schnell vergisst. Gute Freunde teilen Wein, teilen Träume, teilen Freude und Leid. Gute Freunde halten fest zusammen, denn sie lachen und weinen, lassen sich nie allein. Denn sie lachen und weinen, lassen sich nie allein. Gute Freunde. Dankeschön. Dankeschön. Three, four.
Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder glücklich, wenn meine junge Gruppe erwischt, die zum ersten Mal im Fernsehen ist, zum ersten Mal im Stadl. Und so geht es auch bei den Aufgeigern. Das sind, ja, ich möchte sagen, fast Nachbarn. Sie kommen aus Volzberg zum ersten Mal im Stadl. Tamara, was ist denn das für ein Gefühl? Jetzt hätte ich ein Mikrofon, aber jetzt musst du näher her. Ruhe, ich muss halt ein bisschen so. Was ist denn das für ein Gefühl? Ein Wahnsinn, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Sprich in meine Brust hinein. Ja, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das kann man, also du, ich habe ja ein Mikrofon. Na, 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 na. Wie lange seid ihr schon beieinander? Seit circa 5 Jahren. Seit circa 5 Jahren. Und das ist halt wirklich die erste Sendung. Es soll ein Startbrett sein. Es sehen euch Millionen Menschen. Ich glaube, ich kann euch nur toi, toi, toi wünschen. Danke. Und dieser Kamerad, der gehört euch. Danke. Als Erinnerung an den ersten Auftritt im Stadl. Und ja, einen Riesenapplaus, würde ich sagen. Ha? Danke. No, 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 no. Sehen Sie, für die einen ist es der erste Auftritt, für die anderen ist es eigentlich fast Routine, obwohl sie mir gesagt haben, das Kribbeln, das ist einfach immer da. Vor 10 Jahren haben sie aufgehört, haben gesagt, so, jetzt sind wir in dem Alter, jetzt wollen wir nicht mehr. Jetzt nach 10 Jahren kommt das Kribbeln wieder. Und sie haben in ihrer Zeit damals, sie waren in Österreich, eine der populärsten Kapellen überhaupt, sie haben zigtausende Mädchen schwach gemacht. Ja, ist auch kein Wunder, das sind 4 Brüder und ein Ehrenbruder. Und wenn die sagen, ich war nie ein Casanova, die Mädeln haben es geglaubt. Sie haben es damals geglaubt, sie glauben es heute mit den White Stars aus Graz. Du sagst, ich bin ein Casanova und wechsle Mädchen wie Blue Jeans. Ich breche alle Herzen 1 und 2 und 3 und denke nichts dabei. Du sagst, ich weiß ja nichts von Liebe und Häuser, das wär nichts für mich. Ich hab mich aber plötzlich 1 und 2 und 3 verliebt in dich. Ich war nie ein Casanova und ich will auch keiner sein. Ich war nie ein Casanova, was ich will, bist du allein. Wenn die anderen sagen dies und das, naja, dann lass sie einfach reden. Ich war nie ein Casanova, denn ich will nur dich allein. Du sagst, ich könnte so gut lügen, die meisten fallen darauf rein. Ich mach nur einfach so und 1 und 2 und 3, dann sind sie schon dabei. Du sagst, ich bin wie alle anderen, ein Mann wie ich ist nichts für dich. Ich aber muss dir sagen, es gibt keine andere für mich. Ich war nie ein Casanova und ich will auch keiner sein. Ich war nie ein Casanova, was ich will, bist du allein. Wenn die anderen sagen dies und das mal an, dann lass sie einfach reden. Ich war nie ein Casanova, denn ich will nur dich allein. Ich war nie ein Casanova und ich will auch keiner sein. Ich war nie ein Casanova, was ich will, bist du allein. Wenn die anderen sagen dies und das mal, dann lass sie einfach reden. Ich war nie ein Casanova, denn ich will nur dich allein.
spür ich die Liebe. Viva Soleil. Heute fliegen die Träume. Viva Soleil. In mir brennt dieses Fieber, das die Sonne mir gibt. Heute kann so viel passieren, denn ich bin so verliebt. My heart.
mondo e lo euro di marina non sa di olvidare. Wunderbares Mädchen, als ihn wie ein Pädchen, komm lass dich nie alleine. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Wie heißt es immer so schön, ein Busserl in Ehren, das kann niemand verwehren. Das war die gute alte Marina mit Larry Schuber und seiner Western Union, die sind auch aus Berlin. Und verkühlt bin ich auch und davor war Marianne Kattungen aus der Schweiz und sie hat eine Fiesta d'Amore aufgeführt. Und bevor wir jetzt zum Martl Schweiger, zum Sepp kommen mit seinem Quintett Juche und den Trachtenverein Rossecker, möchte ich vorher noch den Herrn Bürgermeister von Bruck an der Mur begrüßen. Es ist Bernd Rosenberger, Herr Bürgermeister, grüße der Gott. Es sind diesmal, also nächsten Sonntag, sind Wahlen. Und offiziell darf ich ihn gar nicht kennen, weil ich darf gar nichts reden mit ihm. Aber da fällt mir ein, da waren wir in einem Ort, ich sage jetzt gar nicht in welchem Ort, ist der Bürgermeister noch am Abend spazieren gegangen, verstehst du, hat sein Revier begutachtet, kommt bei einer Kirche vorbei und da geht gerade eine ältere Dame aus der Kirche raus und wie es der Teufel hat, steigt sie auf eine Eisplatte und wuff, hat sie es rausgeschmissen und genau am Hintern. Ne? Jetzt natürlich der Bürgermeister gleich hin, hat das aufkommen, die Frau hat gesagt, mein Gott, hat sie gesagt, Herr Bürgermeister, das ist aber ganz lieb, wie kann ich mich denn revanchieren? Hat der Bürgermeister gesagt, naja, Sie wissen ja, wir haben demnächst wieder Wahlen. Hat sie gesagt, halt, Herr Bürgermeister, ich bin am Hintern gefallen und nicht aufs Hirn. We'll be right back.
es verlässt, dann wird es ganz ehrlich für Pech im Magen fertig. Mütter haltet eure Töchter fest, heute kommt Stimmung auf in jedem Nest. Es kann vieles passieren beim Musizieren. Über die Bergtorweder warmer Wind, man spürt der laue Sommer noch. Samstag richtig krochen lässt, gibt's heute in jedem Dorf ein Riesenfest. Die Nacht ist sternenklar, der Himmel hat Erbarmen, da kam schon öfter vor, dass wer sein Herz verlor. Mütter, haltet eure Töchter fest, wenn er Edels Heers Haus verlässt, dann wird es ganz ehrlich für Fäsche mal entfährlich. Eure Töchter fest, heute kommt Stimmung auf in jedem Nest. Es kann vieles passieren beim Musizieren. Mit unseren Liedern lockt man die Händen an und dann geht's rund wie auf der Achterbahn. Ganz unverbindlich wird der Bus erschickt, dann schauen wir, ob es irgendjemand trifft. Wenn's kühl, da müssen wir zusammenrücken. Wenn's kalt, der hat's im Gefühl, wie weit er gehen will. Mütter, haltet eure Töchter fest, wenn er Edels Heers Haus verlässt, dann wird es ganz ehrlich für Fäsche mal entbehrlich. Mütter, haltet eure Töchter fest, heute kommt Stimmung auf in jedem Nest. Es kann vieles passieren beim Musizieren. Mütter, haltet eure Töchter fest, wenn er Edels Heers Haus verlässt, dann wird es ganz ehrlich für Fäsche mal entbehrlich. Mütter, haltet eure Töchter fest, heute kommt Stimmung auf in jedem Nest. Es kann vieles passieren beim Musizieren. Mütter, haltet eure Töchter fest, heute kommt Stimmung auf in jedem Nest. Kann vieles passieren beim Musizieren. Hey! Rösch und Fisch, wie Hollerei, du je. Denkst du dir und mach es voll an Schmäh. Fisch im Abend haben wir auch ganz gern. Drum holt dir zu, was mir jetzt gesagt wird. Satz nicht zwider, Satz nicht fahr. Damit vielleicht der Busser und der Schokolade. Satz nicht zwider, Satz nicht fahr. Damit vielleicht der Busser und der Schokolade. Die Liebe ist, das weiß ein jeder Mann. Nichts einfach und es kann dann und wann. Der Mann kommt nach Hause und sagt zu ihr: Schatzilein, ich sage dir, sei nicht wieder, sei nicht wahr. Dann kriegt vielleicht der Busse und der Schokolade. Ja. Sei nicht wieder, sei nicht wahr. Dann kriegt vielleicht der Busse und der Schokolade. Seid nicht wieder, seid nicht wahr. Dann kriegt vielleicht der Busse und der Schokolade. Seid nicht wieder, seid nicht wahr. Dann kriegt vielleicht der Busse und der Schokolade. Von die Moral von der Geschichte: Schoko beflügelt unser Liebesleben nicht. Denn Priorität für uns immer steht, wenn das Herz am rechten Platz erschlägt. Denn Priorität für
für uns immer steht, wenn das Herz am rechten Platz erschlägt. Okay, weg. Hey! Ja, ich muss wieder sagen, ich freue mich, junge Gruppen zum ersten Mal im Stadl zu haben. So wie jetzt die Gruppe Reitoulier mit dem Titel Seid's nicht wieder. Moment, das muss ich dem deutschen Zuschauer ein bisschen erklären. Seid's nicht wieder, das heißt ungefähr so, seid's nicht so. Naja, seid nicht grantig oder so auf die Art. Ist aber ein gemütlicher Ausdruck. Sag, Frage an euch, woher, wie lange? Ja, also wie gesagt, die Gruppe Holla Reitoulier gibt es 5 Jahre. Schon wieder 5 Jahre? Ja, 5 ist eine magische Zahl in dem Verhältnis. So, jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. Oh. Ja, jetzt brauchst du nur noch sagen, wo es her seid. So, Karl, es kommt gleich, du warst schon einmal bei uns in Semriach, wenn du dich noch erinnern kannst. Semriach, 25 Kilometer nördlich von Graz. Wo sind die Semriacher? Ciao, das ist der Fernsehbastel. Okay. Als Erinnerung, ich hoffe eine schöne Erinnerung und macht so weiter. Mit solchen Musikanten kann ich nicht schief gehen. Gell? Okay, also, kann ich wieder gehen? So, jetzt sind wir eigentlich in so wunderbarer Stimmung. Jetzt möchte ich Ihnen etwas präsentieren, worüber wir eigentlich alle nachdenken und nachdenken sollten. Stellen Sie sich vor, ich habe jetzt einen Mann bei mir, der ist 26 Jahre alt geworden und innerhalb von 1-2 Stunden wurde er blind. Und den Mann möchte ich Ihnen jetzt präsentieren. Wenn man das Mikrofon abnimmt, bitte. So. Danke, Judith. Und ich sage jetzt, er kommt mit dem Hund. Herzlich willkommen, Wolfgang Nigelhell mit seinem Hund Colima. Bitte schön. So, da, da, da. So, da gehen wir. Komm. Ist auch zum ersten Mal, dass ich einen blinden Hund führe. Schau doch mal, was sie. Komm. So, stickeln und so. Jetzt sieht's, er säuft, wie es beim Stadl üblich ist. No, 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 schau, 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 bleib da. Schau, was wir haben für dich. Hey, hallo, schau. Das nutzt da nichts. Wolfgang, er ist stiften gegangen. So, du hast mir erzählt, du warst Umweltberater, warst also viel im Freien und dann ist es mit 26 Jahren passiert. Ja, es ist passiert, während spazieren gehen. Ich war gern in der Natur und wie ich unterwegs war, habe ich auf einmal bemerkt, dass es immer dunkler wird. Und zuerst habe ich geglaubt, es ist eine Wolke vor der Sonne gekommen, aber dann habe ich bemerkt, dass es immer noch dunkler geworden ist und bin dann noch nach Hause gekommen und war dann schon mit der Rettung unterwegs Richtung Klinik und sie wollten eine Notoperation durchführen und das war leider schon zu spät. Das heißt, wie sie dir wie du aus der Narkose gekommen bist, was war der erste Eindruck, was hat der Primar gesagt? Nach der Narkose ist man ja so im Halbschlaf, da fantasiert man ein bisschen dahin und ja, ich war der Meinung, habe ich gesagt, ja, Herr Professor, nehmen Sie den Verband runter, ich habe schon auf die Uhr geschaut, ich kann Ihnen schon sagen, wie spät das ist. Dann hat er gesagt, es tut mir leid, Herr Nigelhell. Ich muss Ihnen sagen, der Verband ist unten und Sie werden nie wieder sehen. Was denkt man da momentan? Was geht da momentan für Gedanken durch den Kopf? Also es bricht eine Welt zusammen. Also das glaube ich. Das kann man eigentlich fast nicht beschreiben. Aber ich bin da sehr ehrlich und sage schon, wie es war. Ich wollte an und für sich Schluss machen. Mhm. Du hast das Gott sei Dank nicht getan. Was war denn eigentlich die Diagnose? Was hat man festgestellt? Festgestellt hat man, es war eine Netzhautembolie. Dadurch wurde die Aderhaut beschädigt und dadurch ist es zu einer Glaskörperblutung gekommen. Und durch diese Blutung entstand so ein hoher Druck im Auge
der von den Messgeräten nicht mehr registriert wurde. Und das drückt dann auf den Sehnerv. Und wenn der Sehnerv nicht ernährt werden kann, dann stirbt er ab. Mhm. Aber um wieder auf das heutige, auf die etwas freundlichere Zeit zu kommen, gerettet hat dich eigentlich dein Instrument und die Musik überhaupt? Ja, eigentlich schon. Also die Panflöte ist mein Lieblingsinstrument. Und wenn ich auf dieser Flöte spiele, dann sehe ich mit meinem inneren Auge in Bildern wie früher. Mhm. Bevor wir weiter plaudern, ich würde sagen, setz einmal dein Instrument an. Wolfgang Lindner wird dich begleiten. Siehst du, jetzt sucht er, wo er... Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie erleben jetzt, wie heißt der Titel, den du jetzt bringst? Obsession. Obsession, was heißt das auf Deutsch? Das heißt besessen. Und auf einer Art muss man besessen sein, weil man braucht so viel Durchhaltevermögen und Kraft, sonst wäre ich heute sicherlich nicht hier. Na, von dem wollen wir nicht mehr reden. Jetzt zeig einmal, was du musikalisch drauf hast. Und Wolfgang, ich würde dich bitten, fang mal an. Thank you.
jetzt haben wir's. Nicht weinen, nein, nein. So, du hast deinen Hund bekommen, deinen Schäferhund. Der ist inzwischen stiften gegangen. Aber das ist halt ein richtig gut erzogener Blindenhund. Ich wollte ihm ein Leckerli geben, hat er gesagt, Mike, bist deppert, ich isst ja nichts von dir. So, was bedeutet dir dieser Hund, seit wann hast du und was kostet eigentlich so ein Blindenhund? Ich habe meine Colima jetzt ungefähr 7 Monate und es ist eine neue Geburt, es ist ein neues Leben. Ich kann nach 12 Jahren wieder selbstständig durch die Natur spazieren, brauche keine fremde Hilfe dazu, kann allein zur Post, zur Bank, zum Einkaufen gehen. Und da schreibst du die Schecks auch, ja. Ja, das wäre schön, wenn er die Rechnungen zahlen würde. Ja. Das wäre cool, ja. Und es ist natürlich eine Riesenfreiheit, aber der Hund kostet natürlich sehr viel und er kostet 25.000 Euro. Das ist viel Geld. Da müsste einer da sein, der ein bisschen was dazu gibt, gell? Ohne dass wir betteln wollen. Aber ich hoffe, Sie verstehen mich. Wolfgang, ich bedanke mich, dass du da warst. Ich gebe dir jetzt einen zweiten in die Hand. Das ist Danke. Der fürs Bett. Mit dem kannst du schmusen, mit dem anderen gehst du spazieren. Ich wünsche dir, dass dir die Musik das Licht ein bisschen zurückbringt. In der heutigen Zeit ist das Licht eh nicht immer so gut. Aber viel, viel Erfolg und viel, viel Hoffnung. Vielleicht kommt doch einmal das Wunder, dass man da was reparieren kann. Danke, Karl. Du bist super nett gewesen, auch dein ganzes Team. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, weil durch euch habe ich können meine Blindheit für ein paar Stunden vergessen. So. Und ich möchte mich auch bedanken bei der Vera, die meinen... Sie hat es mir ermöglicht, durch ihre Sendung wurden sehr viele Menschen darauf aufmerksam gemacht und so konnte ich meine Colima bezahlen. Und es ist traurig, ich habe keine Unterstützung bekommen, keine staatliche Unterstützung, auch für meinen Computer bekomme ich keine und der kostet auch 12.000 Euro und ich finde es eigentlich traurig, wir haben einen Finanzminister persönlich angerufen und haben ihn gebeten, ob er nicht auf die Mehrwertsteuer verzichten kann. Dann hat er gemeint, nein, das können wir uns nicht leisten. Schon klar, weil er selber kein Geld hat. Ne? Ist ja logisch. Ne? Trotzdem. Also. Wolfgang, ich sag, warte, jetzt bleib einmal stehen. Ich versuche ihn wieder herzugeben. Jetzt habe ich kein Leckerli mehr. Colima, komm schön, komm zum Herrli, geh weiter. Geh weiter, ich mag nicht ziehen. Öster's nach. Jetzt komm, sei nicht wieder. Wir gehen ja zum Herrli. Komm, schau. Ja, jetzt, schau her. Da hast du ihn wieder. Danke. So, jetzt. Ja, und jetzt gehen wir. Schau, ja, vierte ist schon von selber. Komm. Warte mal, mach schon. Dreh dich mal um. Sie ist halt sehr, darf ich das so sagen? Sie ist publikumsgeil. Verstehen.
Menschen zusammen und keiner ist allein. Und dann die Hände zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Das war Stimmung pur von den Mürztalern, zu denen komme ich gleich. Ich habe zuerst einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, die Hausherren anzusagen, die Edelseher. Ja, was glaubst denn, was der... Mütter, haltet die Töchter fest. Also, dass wir alles angesagt haben. Jetzt gehe ich rüber zu den Mürztalern. Seit Jahren sind sie eigentlich oft schon im Stadl. Wir haben viele Schiffsfahrten miteinander gemacht. Wir waren jetzt auf Tournee in Deutschland, 40 Tage. Wolfgang Lindner mit seiner Band war dabei. Die Tenöre, die Jungen, Truckstop war dabei, da liegt einer, der Lucius liegt noch immer im Krankenhaus. Lucius, wenn du uns zuschaust, toi, 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 schau, dass du wieder gesund wirst. Wer war denn noch dabei? Patrick Lindner, Frau Senior, die Herr Linde, also wie gesagt, 40 Tage. Und da haben wir heute die Krebs so durchgemacht von A bis Z. So, und jetzt muss ich Ihnen etwas sagen, damit ein Irrtum aufgeklärt wird. Nicht, dass Sie glauben, das sind zwei weiße Fäden. Nein, er behauptet, das sind Füße. Und Michi, jetzt zeig einmal, wie geht denn dieser Mechanismus mit der Hosen? Bei diesem Adoi, 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 da gibt es doch in gewissen Dingen Reibungsverluste. Ändert sich da nicht die Stimme einmal? Nein, ganz im Gegenteil. Das ist sogar sehr von Vorteil. Übrigens, servus, Karl. Es ist ja so, ich habe ja einen heimlichen Künstlernamen. Aber geh. Ja, man sagt zu mir ja Rambo Spaghetti. Nein. Ja, ist ganz logisch. Oben wie Rambo, aber die Beine Spaghetti. Und in der Mitte Macaroni. Entschuldigung. Liebe Macaronis, was ist jetzt? Na Karl, pass auf. Ich möchte die Gelegenheit nutzen. Mich hat schon immer interessiert, wie gut du dich bei Fremdwörtern auskennst. Also du wirst meine Intelli... so blöd bin ich auch wieder nicht. Also. Ja, okay. Pass auf, Karl, zum Beispiel, wie nennt man ein Gerät, wenn man da durchschaut, sieht man die ganz kleinen Sachen ganz groß?
Das ist ein Mikroskop, das ist klar. Stimmt. Ein Mikroskop, ja. Stimmt. Ja, da. Okay, ja. Karl, pass auf. Als nächstes, wie nennt man dieses Gerät, mit dem der Onkel Doktor die Herztöne abhört? Das fragt er gerade mich, was wir aufgeschnitten haben. Ah, ja, das habe ich jetzt vergessen. Das ist natürlich ein Stethoskop, also da kannst du mich nicht fangen, da geht einmal nichts. Ja, da braucht es jetzt nicht klatschen, das war zu gut, einfach. Gut, lass mal. Aber pass auf, Karl. Jetzt haben wir Mikroskop, wir haben Stethoskop, ja. Aber wie heißt dieses Gerät, mit dem du durch eine meterdicke Wand hindurchschauen kannst? Gut, das ist ein, was? Wie heißt dieses Gerät, mit dem du durch eine meterdicke Wand hindurchschauen kannst? Gib mir ein paar Sekunden Auszeit. Hä? Ja, aber nicht lang. So viel Zeit haben wir nicht. Sag mal. Keine Ahnung. Was. Das ist eine schöne Trottel. Das muss ich auch sagen. Dankeschön. Keine. Nein. Also, ich muss das sagen, die haben keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich stehe ja momentan an. Lieber Karl, das ist ein Fenster. Das sind die Mürztaler Lausburm, wie sie es gerade hinter sich haben. So. Liebe Freunde, ein Künstler, ein wirklich guter Freund von mir, hat vor einigen Jahren gesagt, so, jetzt ist Schluss, ich will nicht mehr. Aber das hat er nicht lang durchgehalten. Seine Frau hat ihn wieder rausgeschickt und ich bin sicher, er braucht die Bühne, er braucht das Publikum. Und jetzt pfeift er ihnen ein, aber nicht aus dem letzten Loch, nein, nein. Er macht's auf seine Art, das kann nur er. Herzlich willkommen, Mexican Whistler, Roger Whittaker. Welcome. Roger.
How are you? Yes. Oh, fine, thank you. Sit down, please. Good. Da wird ein Mann, kommt in ein gewisses Alter und will aufhören. Why? Warum? In 2001 I had Grippe, you know. Also 2001 hat er die Grippe gehabt. Sehr schwer Grippe. And I was tired. Aber, and I wanted to rest. Ja, ja. Er lag im Bett, aber mein müde. Meine Frau hat mir rausgeschmissen. Ich habe auch die Grippe, aber es macht nichts. Und seitdem hast du wieder einen großen Terminkalender. Du bist auf Tournee in England, in Irland, auch in Schottland. Schottland, ja. Der Whisky in Schottland ist very good. Sehr gut. Sehr gut for the voice. Nein. Oh ja. Okay. But not so good for the hair. Ja, das habe ich schon hinter mir. Du kommst auch nach Österreich. Ja. Where? Wann? In April. In April. Im April. Oh ja. Where? In Wien und Graz natürlich. Salzburg. Und Salzburg. Schön. Ja, gut. Ich werde dich besuchen. Gut. Aber er singt wieder. Und das Pfeifen. Cool. Sie müssen pfeifen, ein bisschen für mich. Hey. Two voices, ha? Huh? Ja. Sehr gut. Nun, hey, listen, nun. Sie muss pfeifen wie ein Afrikaner. Ich pfeife sowieso schon aus dem letzten Loch. Nein. Nehmen Sie zwei Finger so, halten Sie Lippen fest so und inhalieren so. Nein. Inhalieren. In. Ja. Das gibt dir große Lunge. Ah ja? Ja. Ich habe einen großen Bauch, aber keine Lunge. So, jetzt erfreut er uns mit einem Lied, das nicht neu ist, aber zu seinen großen Liedern überhaupt gehört. Du warst mein schönster Traum, das sagst du jeden Tag zu deiner Frau. Ah, für unsere Frau. Für unsere Frauen. Ja, ja. Ich freue mich, dass du da bist. Gut. Viel Erfolg auf der Tournee und Dankeschön, in Salzburg sehen wir uns wieder. Dankeschön. Roger Whittaker. Verlässt ein Schiff den kleinen Hafen, das mich übers weite Meer nach Hause bringt. Und im Morgennebel steh ich an der Reling, bis die Insel dann am Horizont versinkt. Ich hab dich zum letzten Mal in meinen Armen, dass ich nicht bei dir blieb, wärst du nie verstehen. Du warst mein schönster Traum und immer wenn es Nacht wird, dann werde ich dich wieder vor mir sehen. Du warst mein schönster Traum und immer wenn es Nacht wird, dann werde ich dich wieder vor mir sehen. Ich bin wie der Wind in deinen Haaren, den ich zärtlich streichelt, aber niemals bleibt. Und was Heimat ist, das werd ich nie erfahren, weil mich meine Sehnsucht immer weiter treibt. Schlaf heute Abend noch mal ein in meinen Armen, vor dem Morgengrauen werd ich ganz leise gehen. Du warst mein schönster Traum und immer wenn es Nacht wird, dann werde ich dich wieder vor mir sehen. Du warst mein schönster Traum und immer wenn es Nacht wird, dann werde ich dich wieder vor mir sehen.
dunkle Schatten auf mich fallen und mein Lebensschiff in einen Sturm gerät. Dann werde ich an diese Sonnentage denken und dran glauben, dass der Wind sich wieder dreht. Alles, was ich brauch, trag ich in meinem Herzen. Die Erinnerung an dich wird nie vergehen. Du warst mein schönster Traum. Und immer wenn es Nacht wird, dann werde ich dich wieder vor mir sehen. Du warst mein schönster Traum. Und immer wenn es Nacht wird, dann werde ich dich wieder vor mir sehen. Thank you, Mr. Roger Whittaker. Ein musikalischer Gruß aus Bruck. Und jetzt können Sie auf einmal lachen. Schau, er lacht wieder vor jemand. Alle lachen und beim Singen ein Gruß aus Bruck. Was ist denn? Nix? Ja. Ich gehe jetzt schön langsam, damit man alle genau sieht daheim. Du hast auch nicht gelacht, gell? So. Na, wenn. Und da haben wir den Herrn Professor Trafeller, Musiklehrer und Mitschuld, dass es so viele junge Musik, ein paar Überwurzelte sind auch dabei,
junge Musiker gibt in Bruck an der Mur. Zaubert sie oder wie geht es? Na, zaubern tun wir nicht, sondern wir haben eine gute Gemeinde, die uns das Ganze ermöglicht durch die Musikschule. Wir haben über 600 Schüler. Mit der Gemeinde, wir haben nächste Woche Wahlen. Ja, das ist für mich kein Problem, ich bin Künstler. Ach so, ja. Und deswegen stimmt mir trotzdem, dass die Gemeinde... Herr Künstler, setzen Sie fort. Ja, aber ohne Gemeinde ist es egal, ob jetzt Bürgermeister oder nicht. Hin, schon wieder hin. Ohne Basis geht nichts. Und diese haben wir und haben eine schöne Musikschule. Und läuft und, das auch. Wie viele Schüler habt ihr momentan? Mit Kranke oder ohne Kranke? Nehmen wir die Kranken dazu, weil es egal ist. 601. 601? 601. Ja. Großes, großes Kompliment. Mein Lieber, mein Lieber. Man sagt ja immer wieder, für die jungen Leute, wenn es bei der Musik sind, wenn es beim Sport sind, dann haben Drogen und andere Dinge eigentlich wenig Chance. Ich glaube, ihr seht es genauso. Ich sage immer so, der, der musikfrei ist, der hat keine Zeit zum Städeln, weil zweimal in der Musikschule, zweimal Proben, zweimal Auftritt. Und da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr, was anderes. Ist in Ordnung. So, Sie kriegen keinen Wastel, sondern Sie kriegen die Stadelpost. Danke. Und zwar haben wir... da einiges drinnen, da geht es auch jetzt um Volksmusik und mehr. Sie sollten sich die neue Stadelpost besorgen. Sie können auch noch lesen. Und dann habe ich natürlich einen Fernseher. Na, dann nicht für Sie. Bist du ein Weiberl oder ein Mandl? Nein, ich bin schon ein Mandl, danke. Dann kriegst du einmal den Fernsehwastel. Dankeschön. Und... es war zu frech, ich weiß, es war zu frech. Hier und da hat der Moik wieder so ein Mundwerk, aber jetzt hole ich mir meine Freundin. Schatzele, Manuela, komm mal zu mir raus. So, jetzt Manuela. Sag, Herr Professor, mach ein bisschen einen Platz, das ist jetzt dein Applaus. Du bist also auch in der Schule von Herrn Professor Trafella? Ja. Und, wie ist er denn? Lieb. Ich würde das auch sagen, verstehst, vor der Kamera und so. Und du lernst Klarinette, was lernst du sonst noch? Ja, nur Klarinette. Ah, nur Klarinette. Mhm. Und wie lange bist du jetzt schon dran? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja, da hast du bei null angefangen. ist das jetzt zu viel verlangt, wenn ich sage, setz ein bisschen an und pfeif uns ein Stückchen, ein ganz kurzes Stückchen runter. Geht das? Was für Stücke? Ja, was du halt aussuchst. Okay. Lass dir nicht einreden, lass dir nicht einreden. Okay. Und nicht, schau, der darf schon wieder antreiben. Nicht, nicht hudeln. Was ist denn deine Zentrale? Ja. Also, seht's auch, spiel irgendwas und... la, 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 la. La 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 ba ba da ba ba. Aha, weiter spielen wir. Ba dam bam 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 ba dam bam ram bam ba ram bam ba wam bam 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 bam. Da was jetzt daherkommt. Hui! Er hat einen großen gekriegt, du kriegst einen kleinen. Und ich muss dir sagen, du warst großartig. Danke. Verstehst? Jetzt bleibst du bei mir, jetzt machen wir nämlich die Ansage, jetzt besuchen wir eure Stadt, damit es die anderen Millionen Menschen auch sehen. Bruck an der Mur ist ein Ort, den muss man sehen, man fühlt sich wohl, man kommt gern her und da gibt es Schätze, das ist unwahrscheinlich. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kapellmeister, bedanke mich bei euch, dass ihr gekommen seid und darf ich um deine Hand bitten, ich bedanke mich auch bei dir. Herzlich willkommen in Bruck an der Mur.
Ich wollte nur sagen, meine Mama hat einmal begonnen. Also wenn man so schräg spielen kann, dann muss man schon sehr guter Musikant sein. So wie die Herren von den Blechnelken. Seid ihr Studenten oder wie Musikstudenten? Ja, wir sind Musikstudenten und wollen einmal Profimusiker werden. Ins Orchester. Du hast ja schon mitgespielt vorgestern bei den Münchner Philharmonikern. Ja, wir haben da ein Konzert gehabt. Jetzt sag einmal, jetzt kommt auf einmal der Gag, meine Mama hat ein Moped gewonnen. Gehört das zur Musik Stars and Stripes dazu oder wieso ergibt sich sowas? Ja, es passt sehr gut dazu, finde ich. Aha. Und es ist eigentlich bestimmt, meine Mama hat wirklich ein Moped gewonnen. Ja, herzliche Gratulation. Danke, es hat es leider schon verkauft. Na! Und das hat, da war ein Loch im Stück und das hat gut reingepasst. Aha. Also wenn irgendwo ein Loch ist, muss man einen schönen Spruch reingeben. Richtig, ja. Das ist auch ja. Ihr okay. Seid auch Steirer natürlich. Ihr seid aus? Aus ganz Steiermark. Wo? Aus ganz Steiermark eigentlich. Aus ganz Steiermark. Also ein steirischer Haufen. So kann man sagen. Wir sagen ein herzliches Dankeschön. Großartig. Die Blechnelken. Schauen Sie, was wir wieder. Auch in der kleinsten Hütte kann man wunderbaren Blumenschmuck hineinbringen. Das war wieder die Arbeit von Fleurop. Und es duftet, oh, ich sage was, da merkt man, der Frühling kommt. Und das soll jetzt auch unser Gespräch sein. Unser Gespräch sein mit der Daniela Böse, die war schon ein paar Mal bei uns. Daniela, guten Abend. Servus, guten Abend. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bin sicher, dein Applaus. Danke. Dankeschön. Ich meine, grundsätzlich, das weiß man schon, mit Fleurop verschickt man Blumen in die ganze Welt. Und wenn jetzt der Frühling kommt, ich glaube, da geht die Schickerei wieder so richtig los. Und es sind Tulpen da aus Amsterdam? Nicht nur aus Amsterdam, sondern auch aus Italien und vor allem auch aus dem Inland natürlich, von heimischen auch Gärtnern. Einheimisch. Wo kommen die her? Ganz unterschiedlich, Niederösterreich, Salzburg. Wahrscheinlich aus Glashäusern, gell? So wie in Holland auch. Ja, das vor allem. Ja, und was kann man da jetzt, wenn man wirklich jemand eine Freude machen will, was kann man denn so gemütlich zusammenstellen jetzt zum Frühling? Ja, nachdem der Winter so hartnäckig ist, muss man sich halt mit Fleurop den Frühling reinholen ins Zimmer. Zum Beispiel mit wunderschönen französischen Tulpen. Mhm. Ich habe auch welche in Orange mitgebracht oder die lustigen Papageientulpen. Und für das Dufterlebnis im Zimmer hätte man auch die Hyazinthen, Märzenbecher. Das ist halt dann so richtig Frühling. Oh. Komm, riech mal. Achso, es geht ja nicht mit der Kamera. Ah, das müssen wir uns riechen. Mei, oh. Ach, super. Schau, riech mal. Das duftet, mein Lieber. Was haben wir denn sonst noch? Naja, nachdem Ostern auch nicht mehr weit ist, habe ich schon ein paar Osternestern mitgebracht und Hasen. Und für die ganz Eifrigen, die halt schon beginnen möchten, Frühbeete zu sehen und auszusetzen, habe ich auch schon ein paar Stöckerl mitgebracht. Ansonsten lässt man es noch im Zimmer stehen einstweilen. Zum Beispiel Maiglöckerl, auch was Herrliches, was so gut duftet. Schneerosen, ein bisschen was Besonderes. Mhm. Oder eben dann auch Märzenbecher oder Hyazinthen im Stock. Oder, wenn man schon will, die ersten Küchenkräuter und Gewürze für die guten also Köche. Vieles. Aber wenn man schon bei Fleurop ist, ich meine, ihr seid ja die Fachleute. Wann kann mir meine Frau den Schurz wieder umbünden, wo draufsteht, mein lieber Bub, und ich muss schaufeln?
Also ich würde sagen, da gibt es noch eine gute Ausrede, bis der Schnee weg ist, bis der Frost weg ist, bis die Erde wieder locker ist. Bis dahin so eine Galgenfrist. Hoffentlich bleibt der Schnee noch lange. Also, da Daniela, sich. Danke schönen vielmals. Abend. Danke vielmals. Also, Wiedersehen. Also schön, eine Fachfrau da zu haben von Fleurop. So, was halten Sie denn von einem Besuch im Wilden Westen? Gut? Musikalisch noch besser? Also dann werden wir jetzt einmal zuerst westlern und ich sage herzlich willkommen im Western Salon. Howdy! Cowboy as man,
heute Abend nach dem Tennessee Waltz. Jeder Schritt ist uns so sehr vertraut. Wie wir beide lieben viele diese Welt, die Melodie, diesen Walzer mit Herz und Gefühl. Und wir tanzen vertraut nach dem Tennessee Waltz. Nur die Jukebox, die schaut heute zu. Niemand bleibt heute Abend einsam, denn wir tanzen gemeinsam mit den anderen nach dem Tennessee Waltz. Alles vorbei, Tom, du lieb, noch vor dem Morgen rum. Ist es vorbei, Tom, du lieb, morgen, da bist du tot. Hinter den blauen Bergen wartet ein kleines Haus. Hinter den blauen Bergen bist du nicht mehr zu Haus. Alles vorbei, Tom, du lieb, noch vor dem Morgen rot. Ist es vorbei, Tom, du lieb, morgen, da bist du tot. Das war ein Besuch im Western Saloon. Und ich muss sagen, das war eine Gemeinschaftsarbeit von Wolfgang Lindner, seiner Band. Er hat alles arrangiert. Dann war Simone dabei, dann war der David dabei, der Michael war dabei. Also, dank links, wenn man zusammenhält. Ich möchte jetzt nochmal sagen, ein großes Dankeschön den Damen und Herren des NDR Fernsehballetts. Ich darf dir den Blumenstrauß überreichen. Und auch den Arrangeur, Mädchen, was ist denn los? Den Arrangeur sage ich, den Choreografen, den Herrn Salmeier, auch den möchte ich Ihnen vorstellen wieder mal. Also, Ferenc, du hast wieder mal gezaubert, das ist unwahrscheinlich. Bedanke mich, kommt's gut nach Hause. Danke. Das Fernsehballett des MDR. So. Simone, dich kennt man ja normal von poppigen Schlagern, Westernmusik. Was sagt ihr das? Ich höre halt privat auch sehr, sehr gerne Country und Western und so war es für mich heute ein besonderes Erlebnis, einmal mit dem deutschen Fernsehballett auftreten zu können. Noch dazu zu schönen Western-Melodien. Hier in der Steiermark als Niederösterreicherin, als St. Pöltnerin. Simone, ja. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ein paar Blumen von Fleurop vom Stadl für dich und einen Riesenapplaus. Und dazu dann die Münchner Zwietracht. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. So wie dem Lied
lieben Augustin, kann's jedem einmal gehen. Erst bist du was, dann hast du was, bis sich die Karten drehen. Dann zieh dich dunkle Mächte in die Unterwelt hinein. Und Herz und Seele stürzen wie ein Kartenhäuschen ein. Der Fisch an deiner Angel beißt die Schnur ganz einfach ab und schwimmt davon. Die Achterbahn fährt tagelang mit einem Affenzahn. Talabwärts und dann fangen wir im Chor zu singen an. Ist weg, Haus ist weg, Boot ist weg, oh du lieber Augustin, alles ist hin. Nicht jammern, Freunde, wenn wir jetzt gemeinsam untergehen. Erst geht's noch in die Kneipe, wo die vollen Flaschen stehen. Wir trinken auf die Liebe, auf den Tag und auf die Nacht. Solange wir noch leben, wird das Licht nicht ausgemacht. Wir alle waren Helden, hatten wie auch manches Mal die Hosen voll. Geschichten, die man nie vergisst, berühren uns kolossal. Und auf dem Weg ins Höllenfeuer singen wir nochmal. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, Job ist weg, Haus ist weg, Boot ist weg. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Haus ist weg, Boot ist weg, oh du lieber Augustin, alles ist hin, alles ist hin, alles ist hin. Geld ist weg, Job ist weg, Haus ist weg, Boot ist weg, oh du lieber Augustin, alles ist hin, alles ist hin, alles ist hin. Pass auf, wo du mich küsst, mach bloß kein Mist.
Linda Feller, du hast ihn ja noch nicht. Also, wenn ich nicht schon 41 Jahre schwer verheiratet wäre. Mit einer ganz lieben Frau. Ah, sehr, ja? Sehr, ja. Ah, ja? Ja. Gut. Ich hätte dich jetzt geküsst. Aber kannst so? Aber nein, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, das könnten zu viele Leute. So, Linda. Vielen Dank. Ich darf dir zuerst einmal die Blumen ganz, geben. Ganz fein. Du kommst ja aus dem Osten Deutschlands. Aus den neuen Bundesländern, das ist richtig. Ja. Wo bist du zu Hause? Ich bin in dem schönen Thüringer Wald zu Hause. Ja, da waren wir auch jetzt mit der Tournee. Ja, ich weiß, in Erfurt wart ihr. In Erfurt, ja, ja. Da war es bestimmt auch recht schön. Ja, es war schön. Wir sind von Hermsdorfer Kreuz bis Erfurt genau 7 Stunden gefahren. Ach, Quatsch. Wo man normal 5 Stunden fährt. Ja, tatsächlich. Das hat ein bisschen geschneit. Ach, du Arme. Aber man lernt viele Leute kennen. Ja, Russen, alles. Ja, ja. Sag, aber deine Lieder, du bist eigentlich immer der Westernlinie treu geblieben. Ja, seit 20 Jahren. Und mal für, ja, nach 20 Jahren erscheint die CD, die ich mir schon immer gewünscht habe, am Montag. Mhm. Langsam aber sicher. Und ich bleibe auch dabei bei der das Musik. Das ist auch richtig. Ja. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Schöne Grüße an deinen Mann. Und das einen Riesenapplaus für Linda Feller. Liebe Zuschauer, jetzt, wenn ich Ihnen einen Ratschlag geben darf, richten Sie sich was zum Schreiben her. Das ist einmal alles. Ich möchte Sie nämlich jetzt mit einem Künstler aus Island bekannt machen. Er singt nicht nur ein wunderschönes Lied, sondern er will Ihnen auch Island ein bisschen zeigen. Warum? Das sage ich Ihnen nachher. Jetzt aber, wie gesagt, Island in seiner schönsten Form mit Ingi Günnar Johansen, bitteschön. Stundum þar
träume naiv. Klatschen müssen wir. Ja. Also, an Wasti aus daheim. Also Sie merken, neben mir sitzt mein Enkelkind und ich habe gesagt, Papa, jetzt gehen wir da raus und am Fernsehwastel hat sie auch schon zu Hause. Sonst alles okay? Ja. Ja, gut. Also, liebe Freunde, ich möchte Sie einladen zu einer Reise mit dem Musikantenstall unterwegs nach Island. Ich war vor 20 Jahren in Island, ich muss Ihnen sagen, ein traumhaftes Land. Auf der einen Seite ein kalter Fluss, ein paar Meter daneben eine heiße Quelle, dann die Geysire, die Vulkane. Wir sind Anfang September in Island, in Reykjavik, Sie können das Land sehen. Wir haben einen tollen, bunten Abend oben, Toni Marshall wird dabei sein, die Stornkugel aus der Steiermark, Marianne Kartomen aus der Schweiz, die jungen Tenöre, Fips Asmussen ist dabei. Also das alles werden wir erleben in Island, wenn Sie mitfahren wollen. Wenn, dann würde ich Sie bitten, jetzt eine Telefonnummer anzurufen und da wird Ihnen dann alles gesagt, was Sie wissen müssen. Also, für Österreich, hast du gehört? Ja. Ja, da wählen Sie 01 90 656, also 01 90 656. Und natürlich können auch alle Nachbarn aus Europa mitfahren. Stimmt's? Ja. Und da wählen Sie bitte 0043 1 90 656. Noch einmal. 0043 1 90 656. Haben wir alles gesagt? Ja. Ja. Dann können wir jetzt eigentlich weitermachen. Ja, kriegst du erst eine Handybussi von mir, wie immer, anschauen. Ah, du bist ein Schatzi. Es ist unsere Lena. So, liebe Freunde, wir... Wo? Ja, stimmt. Ja, das bist du, ja. Mit dem neuen Kleid, mit dem alten, hä? Ja. Ja. So, liebe Freunde, wir bleiben aber gleich ein bisschen unterwegs, würde ich sagen. Wir gehen mit Larry Schuber und seiner Western Union, Hermann Oldie, aber wiederum auf Western-mäßig, San Antonio Rose. Okay? Ja. Jawohl, gut. That only she would know. Still
he'll ease my broken son of love. Move in all your splendor, now only in my heart. Call back my rose, rose of sand and tone. Lips so sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my own broken song. Empty words I know that lives in my heart all alone. For at moonlit night, beside the Alamo, and rose, my rose of San Antonio. Larry Schuber mit seiner Western Union aus Berlin. Und das war wieder so ein Wastel für euch. Dankeschön fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gar nicht gewusst, du bist ja Bayern-Fan. So? Als Berliner? Ja, gleich nach der Hertha. Aha, aber Bayern hat halt 1-0 gewonnen. Dann haben wir das wieder, gell? Also, ja, Larry Schuber. Freunde, jetzt geht's bei uns Schlag auf Schlag. Er feiert ein besonderes Jubiläum und er feiert eine Premiere mit seinem neuen Sommerlied mit der Jessica. Hier ist Hansi Hinterseher. Der graue Alltag geht mir auf den Geist. Und alle haben schlechte Laune, denn es ist kalt wie Schnee und Eis. Und weil wir träumen von Sonne und Süden, wo's immer warm ist, Tag und Nacht, sag ich zu dir, mein Schatz, lass uns fliegen dahin, wo nur die Sonne lacht. Jessica, komm mit in die Sonne. Jessica, wir beide allein. Jessica, vergiss mal die Arbeit. Jessica, dein Urlaub muss sein. Ich kann das Segelboot schon sehen, den weißen Strand, das blaue
müssen an auf unsere Freunde, die müssen in der Kälte sein. Jessica, komm mit in die Sonne. Jessica, wir beide allein. Jessica, vergiss mal die Arbeit. Jessica, dein Urlaub muss sein. Komm, lass uns träumen von weißen Stränden. Pack deine Koffer und dann geht's los. Dankeschön vielmals, danke schön vielmals. Herzlich. Wo habe ich jetzt gekriegt, den Blumenstrauß? Den muss man noch mehr. Hast du mir dabei gehalten? Gut. Darf ich dir das Material abnehmen? Du kriegst es wahrscheinlich danke, wieder. Danke, Judith? Oder ja? Den kriege ich wieder, gell? So, ja, den. Was hilft? Grüß Gott, wieder Hans. Grüß Gott. Hansi, grüß dich Gott. Grüß dich Karl. Wir sind heute zusammengekommen, Doppelpunkt Anführungszeichen. A, weil du einen neuen Titel hast, der. Da bin ich sicher, das wird ein Sommerhit. Kennst du eine gewisse Jessica? Kenn ich, ja. Deine Tochter. Es gibt Gerüchte, du hättest um dein neues Haus einen Elektrozaun gebaut, weil die Jessica ist jetzt 19 Jahre. Zuerst war er mit 220 Volt geladen, jetzt mit 380 plus Maschinengewehr. Was stimmt da dran? Du hast die Hunde vergessen, dann hast du noch die Jahre. Irgendwas. Nein, nein, ist ja trotzdem. Passt alles. Passt alles. Hansi, wir haben uns, man kennen tun wir uns schon lange, aber in Sachen Musik haben wir uns vor 11 Jahren kennengelernt. Da hast du mir ein Schockerlebnis gebracht. Nein. Ja, schon, ja. Nein, das darf nicht sein. Er kommt beim Bayerischen Rundfunk, ich mache gerade Live-Set, dann kommt er rein und ich sehe ihn, sage ich, um Gottes Willen, willst du auch singen? Und dann hat er gesagt, ja. So ist passiert. So ist passiert und das stimmt ja wirklich. Ich meine, wie Sie alle wisst, damals war es ja nicht so leicht, als Sportler in das Sangesgeschäft einzutreten und versucht natürlich jeder irgendwo einen Fernsehauftritt zu kriegen, das was ja dazugehört. Das ist marschiert ja das ganze Zeug nicht. Und das hat sich ein bisschen gezogen am Anfang und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich kenne doch den Karl Molk mit diesem Musikantenstadl, frag einmal, ne? Und dann hat er mir das wirklich ermöglicht, wie viele andere, muss man auch dazu sagen, und seit 24 Jahren, ist ja ganz lustig, ich war beim ersten dabei in Enns. Ach, da warst du mit deinem da Vater, war Vater da? Dabei. Da habt ihr Freikarten gekriegt, ja. Dann haben wir gleich das Jubiläum gehabt im 10 Jahre bei uns in Kitzbüchel. Und dann war mein erster Auftritt wirklich bei dir und dann ist losgegangen, die ganze Partie. Also, hast du dir jemals gedacht oder träumen lassen, was sich so entwickelt? Wirklich nicht, nicht einmal geträumt davon, weil es war nie ein Thema von mir, sowas zu machen. Und wie es oft im Leben ist, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist, die wiederum die richtigen Ideen haben, dann kommt sowas raus. Und natürlich braucht es viele, viele Leute, die immer im Hintergrund arbeiten. Ja, sicher. Da bin ich natürlich gleich einmal zum Dank an die Medien, Presse, Fernsehen, dass das alles wunderbar gegangen ist, auch miteinander, weil sonst wird das alles nicht funktionieren. Mir macht es einen riesen Spaß. Und im Endeffekt entscheide jetzt eigentlich ihr, die Fans. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr mich da hergebracht habt. Danke. Also, ich muss da ehrlich sagen, ich bin ein großer Anhänger von dir als Sportkommentator. Wie du das analysierst, man merkt, du bist ein Albe drinnen, du fährst ja fast immer selber mit.
Karl, das ist ganz klar. Wenn man selber mal reingefahren ist und wenn man selber weiß, da ist man mal runtergefahren, da hat man gewonnen. Und da spürt man einfach die Probleme, da spürt man einfach, wie der Läufer drauf ist. Und wie gesagt, ich bewundere die Athleten, wie sie sich runterhauen, was die für einen großartigen Sport sagen. Und für mich ist es eigentlich eine tolle Sache, dass ich dabei sein kann und dass ich irgendwo das, was ich weiß, weitergeben kann. Wenn du so da sitzt und alles mitfahren willst, da musst du nachher übertragen, Hundsmiert sein. Hä? Karl, wir sind gut beieinander. Ja, ja. So, ich hab entweder ohne oder keiner. Hansi, es gibt einen Mann, der dich entdeckt hat, der dich fördert, der dich nach wie vor produziert. Es ist ein Berliner, du weißt, wen ich meine, dein großer Freund Jack White. Zufällig ist er heute da. Jack White! Jack, grüß dich gut. Wie war die Reise aus Berlin her? Ja, es ist eine totale Überraschung. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Hier, ich musste im Auto hinten geschminkt werden und der Hansi kam immer wieder raus, wollte an die frische Luft. Wir mussten immer mit dem Auto zurückfahren. Das war unser Auto in der Kurve. Ja, ich habe im Auto gesessen. Aber ich muss schon denken, was tut der Bus, der fährt aber hin und her. Du musst das. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den mehr hin und her fahren. Okay, aber meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Fernsehzuschauer und vor allen Dingen liebe Hansi-Hinterseher-Fans. Vor einem Jahr haben wir natürlich darüber diskutiert, ich bin noch ganz aus der Atem, feiern wir 10-jähriges Jubiläum, aber irgendwie mochten wir das beide nicht. Ne, ist auf der Seite. Und dann haben wir überlegt, warum feiern wir kein 11-jähriges Jubiläum? Es wäre mal was Neues, es ist eine schöne Schnapszahl. Und dann gab es aber drei Dinge nun zu entscheiden. Da haben wir zunächst mal überlegt, wo feiern wir? Und das war natürlich ganz klar, wir wollten da feiern, wo genau vor 11 Jahren fast auf den Tag genau alles angefangen hat, nämlich hier im Musikantenstadel. Und dann habe ich den Karl angerufen, er fand das sofort prima. Lieber Karl, ich danke dir nochmals in aller Form, dass wir heute bei dir feiern dürfen. Ist in Ordnung. Ciao. Weißt du, Jack, man muss ja einem armen Buben ein bisschen helfen, verstehst? Und das war's eigentlich. Also, bitte, Johann. Aber dann gab es zweitens natürlich auch zu entscheiden, was machen wir für die Fans, für diese mittlerweile ja vielen Millionen Fans. Und dann haben wir überlegt, haben gesagt, okay, ich glaube, wir machen die schönste CD, die wir mit dem Hansi jemals gemacht haben. Nur haben wir dann festgestellt, er hat so viele Hits in diesen 11 Jahren gehabt, dass diese ganzen großen Hits gar nicht auf eine CD passen. Haben wir also eine Doppel-CD gemacht. Ja, ich muss das loswerden. Ja, ja. Mit den schönsten Liedern, 36 Stück. Wir haben 2 Hit-Medleys gemacht. Eins wird er jetzt auch davon singen. Dann hat Hansi persönlich seine schönsten persönlichen Privatfotos ausgesucht, die sind in einem Fotoalbum, die gehören auch alle mit zu der CD, davon abgesehen, dass sie jetzt am Montag zu kaufen ist, aber du, lieber Karl, du sollst die erste kriegen, damit er sich überhaupt mal darüber im Klaren wird, was er alles angestellt hat, als er den Hansi vor 11 Jahren hier eingeladen hat. Ich danke dir, Jack. Karl. Jack, ich danke dir vielmals. So. Und dann haben wir natürlich überlegt, was machen wir für den Hansi? Und dann haben wir festgestellt, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dass der Hansi in den vergangenen 11 Jahren insgesamt sage und schreibe über 3,3 Millionen Alben verkauft hat. Ohne die Singles, ohne die Compilations, ohne die ganzen Kopplungen, über 3,3 Millionen Alben, dann haben wir gesagt, und jetzt machen wir ihm eine Ehrenplatinplatte, wie sie in dieser Musikbranche überhaupt noch nicht gegeben hat, Hansi. Und in diesem Sinne, im Namen meines gesamten oder unseres gesamten Teams und all deiner vielen Fans, überreiche ich dir hiermit diese Ehrenplatinplatte für 3,3 Millionen verkaufte LPs in über 11 Jahren. Herzlichen Glückwunsch! Okay, Junge. Wow. Ja. Ja, Hansi, ich gratuliere dir.
Ich muss dazu sagen, es ist dir nichts geschenkt worden, du hast da alles erarbeitet. So, jetzt fällt schon einer um. Jetzt würde ich sagen, das gibt's dabei wieder leihweise den Check, der soll sich wieder plagen, du musst ja nur singen. Okay. Das Hitmädel, was du angesprochen hast, das wollen wir jetzt starten. Und ich würde sagen, jetzt geht die Bude so richtig auf mit Hansi Hinterseher. Ja, probieren wir schon mal. Danke, danke dir. So Leute, jetzt brauche ich alle zusammen. Jetzt alle Songs. Sind wir dabei, auf geht's. Geht's wieder hin. Liebe Freunde zu Hause, liebe Gäste, das war wieder mal unser Musikantenstall. Schauen Sie, was die Fans alles mit haben. Bruck an der Mir, Mur, Moik 1. Ja, ganz lieb. Danke vielmals. Ganz, ganz lieb. Ist in Ordnung. Danke vielmals. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ein bisschen haben wir überzogen, aber das ist eigentlich durch die Stimmung. Ich bedanke mich zuerst einmal bei euch. Ihr habt wieder 12 Stunden Busfahrt. Wir sehen uns dann wieder in Füssen und zwar am 23. April. Da sind wir mit unserem Stahl in Füssen im Allgäu in Bayern. Danke vielmals, kommt's gut nach Hause. Auch bei den Mürztalern. Schönen Dank. Und alle anderen, die mit dabei waren. Larry Schuber. Die Marianne, Roger, thank you very much. Hansi. Die wundersame Vermehrung. Das ist die Patricia Unterhuber. Und da ist der Sohn unseres Regisseurs, Kurt Bongartz. Der macht den Moik nach, wo es nur geht, der Paul. Gell? Jetzt sagst du deinem Papa was, der schaut dazu. Was sagst du denn zum Papa? Hat's dir gefallen?
Ja. Und die Dame kennen Sie schon, gell? Tu nicht Nasenbohren, das tut der Papa immer, gell? Spatzelein. So. Also wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie wieder unsere Gäste waren. Wir sind dann am 11. Juni in Bozen, in Südtirol, auf das gefällt mir ganz besonders. Dann am 17.09. in Wiener Neustadt, am 19.11. ganz oben in Husum und am 31.12., das ist bei uns in Österreich Silvester, da sind wir in Klagenfurt. Das wäre mal die Palette, die ich Ihnen anbieten kann. Für heute noch einmal Ihnen zu Hause Dankeschön. Allen meiner Künstlern danke. Was wäre ein Stadl ohne die Künstler? Und bis zum nächsten Mal sage ich ganz schlicht... Karl, Entschuldigung. Was ist los? Entschuldigung, nein, da bin ich. Da bin ich, Karl. Was ist denn um Gottes Willen passiert? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Aber ich habe mir gedacht, so zum Abschluss vor diesem tollen Brucker Publikum möchte ich dich noch was fragen. Du behauptest ja immer, du kennst dich so gut mit Fernsehserien aus. Ja, du schaust sehr viel. Bisher kenne ich mich ja. Und das möchte ich jetzt zum Schluss noch testen. Und zwar macht man es folgendermaßen. Du musst jetzt selbst etwas darstellen und dann draufkommen, welche Fernsehserie das ich meine. Ich blamiere mich aber nicht. Nein, das ist ganz okay. Ja. Pass auf, ein bisschen Adjustierung. Sei so nett, öffne dein Sakko, dein schönes vom Hofer. Nein. So ein bisschen über... Ja, das passt. Okay, Karl, jetzt den Bauch etwas hinaus. Fällt das sicher nicht schwer. Wunderbar. Jetzt bitte öffne deine Füße zu einem leichten V, so wie Charlie Chaplin. Jawohl. Und jetzt bitte, Karl, geh hier einen kleinen Kreis und denke nach, welche Fernsehserie das ich meine. Okay? Was brauchst du denn, wenn wir schon dabei sind, was brauchst du für einen Gesichtsausdruck? Eigentlich, ja, das passt schon so. Also, ja, das passt schon so. Also, einen Kreis bitte gehen und nachdenken. Es sind nicht die Teletubbies, nicht die Teletubbies. Also, ich muss dir ehrlich sagen, da weiß ich jetzt nicht, wo ich dran bin. Meine Damen und Herren, der Bulle von Tölz. Servus für Gott und auf Wiedersehen, die Musik ist leider jetzt aus. Servus für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihren Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Waren heute so gemütlich beim Wein, die Musi hat gespielt, war so fein. Wir haben gesungen, getanzt und gelacht, ans Aufhören, ans Ende hat keiner gedacht. Doch plötzlich zu unserem Verdruss, der Wirt sagt, kommt's leid, mach mal Schluss. Da haben wir die Gläser geleert und froh uns den Abschied beschert. Jo! Servus für Gott und auf Wiedersehen, die Musik ist leider jetzt aus. Servus für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drinnen zu Haus. Servus für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihrem Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihren Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt, ganz bestimmt, ganz bestimmt das nächste Mal.
Servus. Wiederschauen, bis Füssen. Servus. Danke vielmals. Wow.